Rudi Katzer kam in den 70er Jahren nach Wien und schloss sich hier der gerade im Entstehen begriffenen Schwulenbewegung an. Er arbeitete ab 1976 bei der ersten Schwulengruppe Coming Out mit, war in die Gründung der HOSI involviert und bezog als einer der ersten ein Abbruchhaus an der linken Wienzeile, das zur weithin sichtbaren Rosalila Villa werden sollte. Noch heute lebt er in dem Haus, das er mit seiner Arbeit und seinem Elan entscheidend mitprägte. Kannst du von der CO erzählen? Naja, die Coming Out, das war eigentlich die erste, kann man sagen, Nachkriegsschwulen und auch eigentlich ein bisschen Lesbenorganisation. Also es waren ein paar wenige Frauen auch dabei. Und das war halt auch eine sehr kleine Gruppe. Und dennoch haben sie sehr schnell zwei Fraktionen herausgebildet. Die einen, die wollten ihr Innerstes nach außen kehren, haben gesagt, das Private ist auch politisch, und haben mit radikalen Slogans Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Flugzetteln verteilt auf der Kärntner Straße damals. Und die anderen, die wollten sowas wie eine gemütliche Heimstatt, einfach ein Ort, wo man sich gerne trifft und wo man dann auch gemeinsam was organisiert, gemeinsame Ausflüge oder sowas. Das war ja im Treibhaus, das ja wie ein Sammelbecken gewesen sein muss. Dort hat sich dann ja auch die HOSI gegründet. Die Coming Out, würde ich sagen, hat 78 das Zeitliche gesegnet. Und 79, also jedenfalls ungefähr ein Jahr später, haben wir, also der Florian Sommer und ich, gehört, es soll da wieder ein Treffen geben. Und wir haben gesagt, Jesus, nein, das braucht man nicht mehr. Das ist ja Schwulenbewegung, das ist abgekackelt, das ist ein Verein, nein, danke. Aber dann waren wir doch so neugierig, was das ist und wer das ist und was da passiert, dass wir hingegangen sind in die Margaretenstraße, eben ins Treibhaus, und waren dann schon gleich wieder dabei. Es war so, dass man bald den Eindruck hatte, im Treibhaus sei es zu eng. Ich habe den Eindruck nicht gehabt. Mir hat die Enge nicht gestört. Ich habe das damals noch ganz im Gegensatz zu heute sehr gern gehabt, weil es sehr voll war. Und ich habe eigentlich dagegen gesprochen, ein Vereinslokal zu suchen und umzusiedeln, weil mir klar war, dass es ungeheuer viel Energien binden würde. Und so war es dann auch. Und das Vereinslokal in der Novara-Gasse hat der Florian Sommer gefunden, der das dann übernommen hatte, da in der Zeitung nachzuschauen und sich Lokale anzuschauen. Und dann haben wir begonnen, das auszubauen. Ich habe da auch mitgeplant und habe mich dann aber ein bisschen unbeliebt gemacht in der HOSI nach einem Jahr. Nach einem Jahr war das so krass, dass wirklich jede Energie nur noch da hineingeflossen ist. Und das meiner Meinung nach schon angefangen hat, also den Verein irgendwie wenig offensiv zu machen und sehr nach innen gekehrt hat.